Nee, da steht Darkroom. Aber vielleicht, ja, oder ich habe doch keine gute Darkroom. Ach, Darkroom, umso besser. Also ich bin auch gerade besoffen. Das finde ich ja jetzt extrem gut. Das ist Ron und er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter dem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Hallo, mein Name ist Ron Bielecki, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin nicht insolvent, ich sehe etwas gut aus und ich habe die Schnauze voll und suche die Liebe meines Lebens. 3, 2, 1, was denkst du? Ich habe direkt einen krassen Eindruck. Was findest du am coolsten? Zweite Frau von links, High Heels. Nummer 2? Ja, ich bin schon überzeugt. Okay. Ja, das war's mit dem Video. Herzlichen Glückwunsch, Nummer 2, du bist die Gewinnerin. Nein, aber ich muss sagen, ich finde High Heels bei Ladies auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Welche Schuhe findest du nicht so cool? Auf den ersten Blick muss ich sagen, die Yeezys da. Nummer 4? Ja. Warum? Ist mir, also ich liebe Sport, ich bin auch ein sehr sportlicher Mensch, aber das ist mir gerade tatsächlich für so ein Date irgendwie zu sportlich. Stimmt. Ja. Du wolltest, dass sie sich schick machen für dich. Richtig. Ja. Hat Nummer 2 gemacht? Ich mache mich ja auch schick für die Nädel. Okay, ja. Und sowas wie Nummer 7, die Stiefel, oder Nummer 3 hat auch Stiefel? Stiefel finde ich auch immer eine gute Sache, sehe ich sogar gleich mit High Heels, weil es kann ja auch Winter sein. Stimmt. Und da will ich jetzt die Frau zu nix zwingen oder sowas, sondern da sind Stiefel halt auch super. Und ich finde jetzt Frau 3, Moment, 1, 2, 3, 5 und 7 richtig gut auch. 5, 7 und also 3, 5, 7 auch gut. Ja, also ich bin auch so Lederfan. Habe ich mir schon gedacht. Okay, hast du eine Frage? Also ich würde jetzt gerne mal wissen, wie alt die Frau mit den High Heels ist. Kandidatin 3, wie alt bist du? Kandidatin 2, sorry, wie alt bist du? Ich bin 20. 20? Okay. So eigentlich gutes Alter für dich, oder? Also ich bin 25. Ja, 5 Jahre Unterschied. Und normalerweise fällt mein Beuteschema ein bisschen älter als ich aus. Aber sie kann ja auch reisen. Aber nur normalerweise. Guck mal, mit der Hose und den High Heels wirkt sie aber auch schon ein bisschen reif. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Oder? Ja. Okay, hast du eine Frage so für alle, die du mal so durchgehen kannst? Weil du musst ja jetzt gleich jemand rauswählen. Mhm. An die Dame mit den Yeezys. Machst du Sport? Ja. Was für ein Sport? Ich gehe ins Fitnessstudio und mache da so Cardio und Krafttraining. Okay, also Cardio und Krafttraining. Mhm. Das ist schon mal gut. Du kannst auch eine Frage an alle stellen. Dann gehen die so mal durch, dann kannst du die so vergleichen. Eine Frage an alle. Macht ihr alle Sport? Sport ist eine ziemlich wichtige Sache in meinem Leben. Also ich bin eigentlich schon immer sportlich. Ich gehe ins Fitnessstudio. Ich habe die ganze Zeit noch Leichtathletik gemacht und reite. Und ja, habe eigentlich schon so alles, was an Sportarten es gibt, eigentlich schon mal durchprobiert. Voll die angenehme Stimme, oder? Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch gut. Kandidatin 2, machst du Sport? Derzeit nicht, aber früher war ich beim Reiten und Tanzen. Beim nochmal? Reiten und Tanzen? Mhm. Okay. Finden Sie gut? Ja, aber warum jetzt nicht mehr? Hab ich leider gerade nicht mehr so ganz die Zeit dafür. Priorität ist beim Trinken oder wie? Nein. Okay. Ist derzeit bei der Arbeit die Priorität. Ah. Was machst du denn beruflich? Veranstaltungskauffrau. Was ist denn eine Veranstaltungskauffrau? Ja, also wir planen halt und organisieren halt ganz viele Feiern und Festivals. Also gerade in meinem Beruf arbeiten wir nur für DM. Wenn die Geburtstag feiern, dann kommen wir halt vorbei und machen ganz viele Aktionen. Halt also managen, organisieren. Du könntest auch eine Party für mich planen? Ja. Okay, das ist schon mal gut. Das wird so praktisch. Ja, extrem. Kandidatin 3, machst du Sport? Ja, tatsächlich gehe ich schwimmen und mache Pilates in meiner Freizeit. Ich habe das zweite nicht verstanden. Pilates. Pilates. Was ist denn Pilates? Du kennst Pilates nicht. Nein, natürlich kenne ich Pilates nicht. Was soll denn Pilates sein? Das was, ist als ob du da noch nie von gehört hast? Keine Ahnung, ist das ein Kampfsport oder was? Kennst du Yoga? Ja, aber ich praktiziere es jetzt nicht wirklich. Okay, erklär du mal Pilates. Ist halt so Sport auf der Matte so gesehen. Schnelles Yoga kann man das eigentlich nennen. Ist halt ach, schnelles Yoga. So in der Art. Okay. Mit Eigengewicht trainieren so gesehen, auf einer Matte. Also viel mit so Haltung, oder? Genau. Ja, so ein Dehnen und Halten und sportlich. Das ist cool. Und da kriegt man einen guten Körper von als Frau. Ja, das stimmt. Okay. Kandidatin 4 weiß, Kandidatin 5.
Also ich bin seit 2 Jahren in 2 Fitnessstudios angemeldet und bin nicht einmal hingegangen. Ja. Nochmal, du bist nur einmal hingegangen? Nicht einmal. Nicht einmal, okay. Nicht einmal, nein. Und in 2? Warum bist du in 2 angemeldet? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Einfach so. Ich war sehr motiviert auf jeden Fall. Hat nicht lange gehalten. Aber würdest du auch so deine Freundin mitziehen, so wenn sie keinen Sport macht? Also für mich ist es schon wichtig, dass die Frau sportlich ist. Mhm. Ja, weil ich selber auch sehr sportlich bin. Viele Leute wissen das bei mir nicht oder denken sich auch, okay, der macht gerade einen Joke. Aber nee, ich bin ein sehr sportlicher Mensch. Doch, du hast doch früher angefangen mit Sportcontent, oder nicht? Ja, das war so die Anfangszeit bei mir. Genau, richtig. Mhm. Ein bisschen mit Bodybuilding. Aber Fenster? Die Toilette war da lang. Warum? Achso. Oh, wow. Haha. Haha. Könnte ich aber noch nicht mal sehen. Du hast es noch nicht mal richtig gepostet, weil du es so gemacht. Du musst dann schon irgendwie so machen. Ach so? Ja, so war gut. Überzeugt. Okay, dann haben wir Kandidatin 6, oder? Ja. Ja, ich bin auch im Fitnessstudio angemeldet, auch schon ziemlich lange. Gehe auch regelmäßig und ich reite seit meiner Kindheit. Und Kandidatin 7? Ja, also ich mache auch gerne Fitness. Nebenbei, hi Ron, ich hoffe, dir geht's gut. ja, also 4-mal die Woche gehe ich gerne ins Fitnessstudio, dann trainiere ich halt Cardio. Dann Beine, etwas Po, Rücken und nebenbei tanze ich auch gerne. Mhm. Okay, also alle relativ sportlich, außer Kandidatin Nummer 5. Und du musst jetzt eine rauswählen. Okay, meine Entscheidung ist gerade zwischen Kandidatin 5 und 4. Und jetzt muss ich abwägen. Mhm. Sind die Schuhe wichtiger oder die Sportlichkeit? Oder Sportlichkeit. Schuhe oder Sportlichkeit. Hast du eine Münze? Kann ich eine Münze werfen? Wir haben eine Münze, nein. Aber nein. Du bist auch, das nee, liebst ja dann ich muss, ich muss sagen, ich muss mich bei den Yeezys verabschieden. Echt? So schlimm? Ja. Also, es ist ja irgendwo immer Geschmackssache, aber ich muss sagen, es trifft einfach nicht meinen Geschmack und da muss ich ehrlich sein. Okay, ja, finde ich gut. Dann, Kandidatin Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Tut mir leid. Schön, dass du da bist. Oh, danke. Oh, und du riechst gut. Danke. Ja, die Yeezys wurden es nicht. So blöd. Was denkst du? Die ist hübsch aus. Ja. Danke, dass du da warst. Ja. Tschüss. Tschüss. Ach, bereust du es? Weil es jetzt blöd, wenn ich ja oder nein sage. Nö, ich fand das immer. Ist ganz schön unangenehm, ja. Ne? Ach, es geht. Aber nein. Gut. Nächste Runde. 3, 2, 1. Welches Outfit findest du am coolsten? Auf den ersten Blick. Ich wollte mich gerade an die Lady mit den High Heels wenden, aber ich muss sagen, Kandidatin 3. Mm. Weil mich der Schmuck gerade tatsächlich überzeugt hat. Oh, wollt ihr alle mal eure Hände zeigen? Wir haben aber alle ein bisschen Schmuck. Nummer 2, ja. Barbara Rock am Ring. Zeig mir nochmal. Nochmal. Das ist ein kleiner Ring. Rock am Ring. Ja, ich muss wirklich sagen, Kandidatin 3 hat sehr hübschen Schmuck. Ja, ja. Findest du gut? Ja, finde ich super. Schmuck ist sehr wichtig bei Frauen. Findest du Gold oder Silber besser? Bei Frauen Gold und dazu muss die Haut auch ein bisschen gebräunt sein. Aha, mhm. Okay. Dann, und welches Outfit findest du nicht so cool? Man muss ja ehrlich sein in dem Format. Mhm. Kandidatin 5. Nummer 5, warum? Ja. Nennt man das Schlaghosen? Ja. Ja, dafür bin ich kein Fan von. Echt? Nee, gar nicht. Ach Mann, ich finde die schön. Steht dir trotzdem. Okay, hast du eine Frage? Was habe ich nochmal davor gefragt? Ah, das war mit dem Sport. Sport, ja. Dann jetzt mal komplett das Gegenteil. Geht ihr gerne feiern? Kandidatin 1, gehst du gerne feiern? Und vielleicht auch direkt wie oft so? Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, sag ich jetzt mal, was jetzt so für Events oder was für, sag ich jetzt mal, Veranstaltungen sind. Ich gehe gerne feiern mit meinen Freunden und ich trinke dann auch gerne mal was mit, aber ich bin auch ganz oft, dass ich mal, sag ich jetzt mal, nüchtern feiern gehe oder das ist jetzt auch nicht unbedingt jedes Wochenende, sondern wenn jetzt gerade was Cooles ist, dann bin ich immer auf jeden Fall dabei und immer am Start so und mache auch immer gute Laune und trinke auch mal gerne mit, aber ich habe da immer, sag ich jetzt mal, mein Limit, wo ich sage, bis hierhin, ich trinke ein bisschen was mit, aber so ganz entspannt. Die angenehme, ich liebe ihre Stimme. Mhm. Das ist richtig cool. Und sie könnte Fahrerin werden für dich. Wie? Ich bin oft Fahrerin. Sie kann dann eine Fahrerin werden. Sie geht gerne feiern, aber trinkt nicht immer.
Ja, aber da, wo ich herkomme, in Berlin, gibt es richtig viele Taxen. Stimmt. Ich habe auch noch nie getrunken und bin gefahren, muss man auch sagen. Sehr gut, sehr gut. Okay, wie fandst du Ihre Antwort? Interessant. Ja? Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt übertrieben positiv beeindruckt bin, aber auch jetzt negativ ist. Und okay, bleib noch drin. Eine goldene Mitte gerade. Kandidatin 2, gehst du oft feiern? Gelegentlich. Also jetzt nicht jedes Wochenende, aber schon so jedes zweite, dritte. Also jetzt aber auch nicht immer so ein Club, sondern auch mal Festival oder eine Bar. Ja. Wegen deinem Rock am Ring-Bändchen. Das ist ja ein Festival, oder? Ja, da bin also, ich aber nicht. Da gehe ich nicht hin. Nochmal bitte? Da gehe ich aber nicht hin, an Rock am Ring. Aber warum hast du so ein Festivalband dann? Ach so, nee, das ist von unserem Club. Das ist von Erfurt. Ah, und das ist, warum steht da Rock am Ring? Was hast du eigentlich für gute Augen? Ich habe da gar nichts gesehen. Oder? Steht da nicht? Nee, da steht Darkroom. Oh, vielleicht, ja, oder ich habe doch keine guten Darkroom, Augen. Darkroom, umso besser. Aber ich dachte, da steht Rock am Ring. Nee, nee. Damn, okay. Kandidatin 3, gehst du feiern? Also ich mag tatsächlich sehr gerne auf Festivals zu gehen oder halt in Bars eher zu gehen. Feiern hatte ich eine Phase, das war ziemlich extrem. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen so zur Ruhe gesetzt. Gehst du eigentlich noch viel feiern? Weil du warst ich will jetzt nicht extrem, Nein sagen. Oder? Ja, ich war mal extremer, ich war mal nicht extremer, aber ich war immer so, dass ich mich gut gefühlt habe. Das ist richtig. Ja, das ist super. Hauptsache, du fühlst dich gut. Na klar. Okay. Darf ich noch was dazu addieren in der Frage? Mhm. Nochmal immer das Alter mit sagen, geht das? Ja. Ja, könnte ich nochmal Kandidatin 1 fragen? 18. 18. Kandidatin 2 war 20. Ja. Kandidatin 3? 21. 21. Kandidatin 4 jetzt. Gehst du feiern und direkt das Alter? Ja, ich bin 21 Jahre alt und ich gehe schon echt sehr regelmäßig feiern, am liebsten Techno. Und für mich gibt es auch immer einen Grund zu saufen. Also ich bin immer dabei. Das findest du richtig gut. Das finde ich gerade extrem gut. Also Techno und ich gehe mal richtig gerne feiern, finde ich richtig gut. Also ich bin auch gerade besoffen. Das finde ich ja jetzt extrem gut. Ja. Geil. So. Du auch, oder? Nein, leider. Ey, Sophie, weißt du was? Hä? Leider noch nicht. Aber ja, das ist ja mein langsames Problem. Weil wenn ich hier schon mal bei dir dabei bin, dann müssen wir doch mal einen Tornado entzünden. Nein, ich kann das Regie. Nicht. Regie. Ich kann das nicht. Können wir mal bitte hier zwei Salitos ranbringen? Oh mein Gott. Darf ich dir den Deckel direkt mitgeben? So, das wäre einmal deins. Okay. Und wie macht man das? Du musst mir Anleitung geben. Also, eigentlich sehr, sehr simpel. Du schnappst dir das Bierchen, hältst es in der Hand. Ja. So, dann setzt du an, kannst auch hier so umfassen. Dann richtig mit Anlauf. Ja, ja, nee, du fährst hier sozusagen einmal rum, damit es auch irgendwie nicht nach links und rechts fliegt. Mhm. Einmal so. Und dann setzt du an, dann fängst du an zu drehen. Normalerweise kannst du so 3 Dreher machen. Ja. Ich übertreibe auch immer gerne und kannst jetzt einmal vorführen. Oder wir machen es direkt einfach gemeinschaftlich. Zusammen. Wir machen es gemeinschaftlich, dann kann ich nämlich einfach hinterfragen. Dann let's go. Okay. Mein Gott, ich kann nein, komm, komm mal ein bisschen schlimm. Nach. Also, wie war dein erster Tornado? Er ging voll daneben. Cool. 3, 2, 1, entzündet den Tornado. Wow. Ey, Sophie, komm, lass dich mal drücken. Das ist ja der Wahnsinn. Oh mein Gott, ich glaube, einmal einen großen Applaus. Ey, du bist die erste Frau, die auf Anhieb, glaube ich, jemals mit mir einen Tornado gezündet hat. Und dann auch ich bin auch ein komplett. Bisschen stolz auf mich. Wo sind wir stehen geblieben? Kandidatin 4 ist gerade besoffen gewesen. Sind wir jetzt auch? Ich Kandidatin 5? Ja, also ich gehe auch regelmäßiger feiern, aber mittlerweile sogar mehr Techno. Ich finde den Vibe und die Menschen dort einfach angenehmer. Und ich mag es auch, wie man sich dort anziehen kann. Ein bisschen knapper, ohne dass man irgendwie gejudged wird. Ja. Das fühle ich aber sehr. Ja, ich muss ja sagen, ich in Berlin habe ja auch eine sehr große Techno-Szene da. Mhm. Und das ist einfach immer das, was man immer mal gerne hört, dass man einfach sozusagen als Frau auch entspannter in Techno-Clubs gehen kann, weil die Menschen da alle irgendwie auch einfach sympathischer sind. Und ich kann das irgendwie so ein bisschen verstehen, weil ich habe jetzt schon so mehrere Party-Seiten so gesehen und ich muss sagen, die entspanntesten waren immer so die,
Techno-After-Hour-Party, Leute. Ja, ist wirklich so. Weil bei, vor allem bei so 90er-Jahre oder so Schlagerpartys wirst du so viel angegrapscht und bei Techno eigentlich nie. Das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Also ich fühle das. Kandidatin 6, gehst du öfter feiern? Tatsächlich nicht so oft, aber wenn, dann wirklich. Also ich liebe es zu feiern. Ich bin immer sehr gut drauf beim Feiern. Ich brauche nicht wirklich Alkohol. Ich bin wirklich immer sehr gut drauf. Und ich mag es auch gerne auf der Tanzfläche zu sein, mit den Mädels dann zu tanzen. Was ich auch sehr mag, sind Beachpartys im Urlaub zum Beispiel. Dann etwas freizügiger anziehen, Bikinis mit den Freunden am Strand. Ja. So Beachpartys findest du auch gut, oder? Ich liebe Beachpartys. Auch allein so Beachclubs und so im Urlaub ist voll mein Ding. Ich bin eigentlich gar nicht so der Strandtyp. Ich liebe diese Beachclubs, wo man so in den Pool springen kann. Wo man dann keinen Sand zwischen den Zähnen hat. Das passt auch am besten zu dir. Ja, finde ich aber. Ja, auch warum passt es am besten zu dir? Ich sehe dich so an so einer Strandbar oder so. Oder so, so einer Poolbar. Ja. Oder? Ja, ich sehe mich da auch auf jeden Fall. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rauswählen. Ja, also wir sind ja hier schon sehr in die Materie gerade gegangen, auch mit dem Thema Feiern. Deswegen würde ich jetzt anhand der Informationen trotzdem sehr oberflächlich entscheiden. Deswegen muss ich mich bei der Schlaghose verabschieden. Ist nicht böse gemeint, aber... Charakter zählt, aber Aussehen halt auch. Ja, und ich sehe ja gerade noch nicht die Gesichter. Deswegen also entscheide ich so ein bisschen an den Outfits, weil... Ich weiß ja nicht, wie war das hier alles war, gerade was mir erzählt worden ist. Schön. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig. Aber ist dir, also mal honest, ist dir gerade Charakter wichtig bei Girls oder Aussehen mehr? Worauf achtest du mehr? Jetzt gerade aktuell? Ja. Ganz ehrlich, Charakter. Süß. Wird mir jetzt gerade keiner glauben, aber ich hatte ja schon ein paar Erfahrungen mit Frauen in meinem Leben und wo ich noch ein bisschen jünger war, mit 18, 19, hat man eher so aufs Aussehen geguckt. Ja. Und irgendwann, wenn man älter wird, checkt man, dass das... Richtig. Nicht so weit dass kommt. Es nicht so wichtig ist. Oh, wow. Wenn das Aussehen stimmt. Okay, Kandidatin Nummer 5. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Gerne. Ja, bei ihr hat das Aussehen aber gestimmt. Ja, das stimmt. Ich war gerade auch ein bisschen überrascht. Du hast sehr schöne Augen. Sehr helle Augen. Danke. Hast du bist höchstwahrscheinlich nicht deutsch von den Wurzeln her? Doch, bin ich. Ja, werde wirklich? Ich oft gefragt, ja. Was hast du gedacht? Siehst voll russisch aus. Ja, kriege ich oft das gesagt. Ja. Ja. Das ist doch ein Kompliment, russische Frauen sind doch voll hübsch. Das stimmt. Das stimmt wirklich, ja. Was denkst du? Ja, ich kenne ihn ja so ein bisschen, ne? Ich finde lustige Männer immer direkt attraktiv. Ja. Ja, bisschen lustiger. Schade. Danke, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Schreib mir bei Instagram. Hey, du hast hier noch Frau Traumfound. Ja, war ja nur schon offen. Ja, genau. Würdest du bei einem von denen in die DMs sliden? Slidest du in die DMs? Nee, gar nicht. Aha. Ich bin wirklich, und das sagen viele Leute immer so, die sagen, ey Ron, du hast es ja so einfach. Aber ich guck gar nicht auf Instagram. Mhm. Ich bin echt so der Typ, ich bin so der Mann, der rausgehen muss. Ich muss sozial was erleben. Deswegen gehe ich ja auch gerne so irgendwie aus und in Restaurants und in Bars, weil ich will die Frauen direkt kennenlernen und nicht über Nachrichten. Aber wie bist du in so Restaurants und Clubs? Sprichst du sie an? Kommt drauf an, wie mir eine Frau sozusagen ins Auge fällt. Mhm. Aber du machst schon Moves. Es kommt schon, ich mach schon Moves. Nice, okay. Ja. So, jetzt musst du noch eine Frage stellen und dann noch eine rauswählen. Ach, jetzt direkt, bevor es nochmal ein Stück hochgeht? Was fällt mir denn auf Anhieb gerade ein? Was ist dir wichtig? Sport? Saufen? Jetzt habe ich eine Idee. Man will ja manchmal ein bisschen langfristig denken. Ja, du auch? Ja. Sehr gut. Ladies, was ist wichtiger, wenn ihr einen Mann habt? Karriere oder Hausfrau? Karriere oder Hausfrau? Was würdet ihr gerne sein? Kandidatin 1. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, also Ron hat ja vorhin auch schon gesagt, die goldene Mitte. Ich habe da schon so einen gewissen Plan, wie ich das gerne haben möchte und mir ist es wichtig, dass ich unabhängig bin. Ich möchte von niemandem abhängig sein, aber ich weiß auch, dass ich in Zukunft gerne Kinder haben möchte und deswegen will ich mein eigenes Geld verdienen, dass ich weiß, so, ich kann für alles sorgen und bin von niemandem abhängig, aber trotzdem bin ich auch gerne die Mama zu Hause, die für alle kocht, die putzt und die den Haushalt schmeißt. Also das ist so ein Mittelding und ja. Also wenn der Mann mal verkackt, damit du auf Nummer sicher bist. Ja genau, ich bin von niemandem abhängig. Also ich verdiene mein eigenes Geld und genau. Finde ich gut. Aber wenn du dich entscheiden müsstest. Sagen wir mal, es kommt hart auf hart. Sagen wir mal, der Mann verdient richtig Kohle.
Und du müsstest dich entscheiden. Wenn alles harmonisch ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, mehr zu Hause zu bleiben. Aber sonst würde ich sagen, Karriere. Okay. Kandidatin 2. Also größtenteils kann ich auf jeden Fall der Kandidatin 1 zusprechen. Am Ende würde ich mich aber auf jeden Fall für die Karriere entscheiden. Denn auch wenn mein Freund jetzt übelst viel Geld hätte und mir theoretisch alles ermöglichen könnte, möchte ich ja trotzdem nicht nur zu Hause sein und auch, ja, ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Okay, Unabhängigkeit. Unabhängige Lady. Kandidatin 3, wie sieht es bei dir aus? Boah, ich finde, das ist schwierig. Ich bin der Meinung, man sollte immer irgendwas in der Hand haben, damit, falls alle Stricke reißen, man immer was, sag ich jetzt mal, machen kann. Deswegen, ich bin auch wirklich kein Mensch, der sich gerne abhängig macht von anderen. Es ist aber jetzt so, dass ich einen Mann habe und so und Kinder, dann, und der Mann viel verdient, dann klar kann man auch ein bisschen mehr zurücktreten und, oder weniger arbeiten. Aber ansonsten würde ich tatsächlich auch eher Karriere sagen, weil man einfach nie weiß, was morgen ist. Also auch Karriere und Kandidatin 4? Boah, also ich sag ganz ehrlich, ich bin wirklich die beschissenste Hausfrau, die man sich erdenken kann. Meine Waschmaschine ist aktuell kaputt und ich habe in einem Waschsalon 2 Waschmaschinen kaputt gemacht. Also ich glaube, ich sollte, keine Ahnung, es sind einfach beide ausgegangen und es hat nicht funktioniert. Es war katastrophal. Deswegen würde ich alleine deswegen schon auf den Punkt Karriere zurückgreifen, weil ich das, glaube ich, einfach ein bisschen besser hinbekommen würde. Und dann könnt ihr euch ja eine Haushaltshelferin leisten. Wollte ich gerade sagen, ich würde dann für das Thema Haushalt einfach jemanden einstellen. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser. Ja, ist doch auch ein Vibe. Ja, bisher alle irgendwie so auf demselben Vibe unterwegs. Und Kandidatin 5? Tatsächlich, wenn es so drauf ankommt, entweder Hausfrau oder Karriere, jetzt fest kann ich dir sagen, Hausfrau. Weil mir sind da schon, wenn ich so daran denke, meine Kinder, die ich dann, auf die ich mich dann kümmern müsste, dann vielleicht, keine Ahnung, jemanden da anrufen oder so eine besorgende Erzieherin, die sich dann um die Kinder kümmert. Ich würde dann eher selber den Job erledigen, da ich meine Kinder besser kenne. Und wenn es um Kochen geht, wenn es um Putzen geht oder so, also das wäre für mich auch kein Problem, da ich das schon zu Hause bei uns immer erledigen muss. Und ich koche auch sehr gerne. Und wenn ich dann auch Kinder bei mir zu Hause habe, klar, dann koche ich auch für meine Kinder sehr gerne und für meinen Mann auch. Und natürlich ist es toll, wenn der Mann da selbstständig ist und die Frau auch, aber wenn es wirklich hart drauf ankommt, bin ich dann eher dann die Hausfrau. Also Kandidatin 1 und 5 sind eher Hausfrau-Richtung, finde ich. Obwohl 1 so eher so Karriere, wenn es passt, würde sie vielleicht zurückstecken. Und 2, 3 und 4 sind auf jeden Fall Karriere, Karriere, Karriere. Ja, ja, das stimmt. Was wäre denn deine ideale Antwort? Also meine ideale Antwort, und ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon eigentlich eine Entscheidung getroffen, wer als nächstes rausfliegt, weil ich meine, ich bin ja irgendwo nicht doof und ich bin der perfekte Hausmann, deswegen brauche ich eine Frau, die extrem Karriere macht. Deswegen muss ich sagen, Kandidatin 5, es tut mir sehr leid. Aber hättest du Bock auf Hausmann? Ja, na klar, ich chill mein Leben. Ey, honestly, ich auch. Ich hätte auch so Bock, einfach zu Hause zu sein. Ja, ich bin zu Hause, ich mache so ein bisschen was mit meinen Jungs und so. Okay, Kandidatin 5, du kannst jetzt hervorkommen. Oh, hallo. Ja. Hallo, schön, dass du da bist. Hi. Aber du siehst aus wie die perfekte Hausfrau. Oh. Ja. Du siehst auch toll aus. Schönes Outfit, schön. So Versace-mäßig. Ja. Nicht schlecht. Ja. Da wünsche ich dir noch viel Spaß auf jeden Dankeschön. Fall. Und tolle Frauen, Hintergrund. Ja. Danke, dass du da warst. Sieht sehr gut aus übrigens. Dankeschön. Ja, das sieht echt toll aus. Ciao. Tschüssi. Bereust du's? Ich weiß. Ich würde es auch bereuen. Die ist schon hot. Mhm. Damn. Mhm. Fuck. Mhm. Kannst du noch in die DMs leiten? Naja. Nächste Runde. Nächste Runde. 3, 2, 1. Welches Outfit findest du am coolsten? Lass dir ruhig rein. Boah, 1 und 4. Ja. 1 und 4. 1 und 4. Vor allem, weil ich 4 auch so selten sehe. So mit diesem ganzen, mit der ganzen Jeans-Montur. Ja, das ist schon das cool. Das sieht man echt selten und das finde ich gerade echt geil. Geil. Wie findest du das Tattoo? Finde ich auch gut. Ich bin ein großer Tattoo-Fan, aber bei Frauen. Ich selber habe kein einziges Tattoo und ich denke, ich werde auch nie eins haben. Außer ich verliere mal eine Wette, wo es um 1 Million geht.
Dann wird irgendein Name auf meinem Arsch tätowiert, aber bis dahin habe ich mir nichts vorgenommen. Deswegen würde ich jetzt sagen, Outfit Nummer 4 gefällt mir am besten. Und welches findest du nicht so gut? Ich finde die alle eigentlich ganz gut. Ich finde die alle, auch süß. Oder? Ja. Nummer 3 fandest du ja cool mit den Schuhen, ne? Nummer 3 finde ich cool mit den Schuhen und auch mit dem Oberteil, finde ich, matcht das alles ganz gut. Mhm. Vor allem auch grün und gold passt immer sehr gut zusammen. Ja. Welches Outfit findest du nicht so cool? Also am wenigsten von den 4? Boah, das ist jetzt richtig schwer. Aber ich muss sagen, ich glaube, wenn man das jetzt mit mir vergleichen müsste, also eine Frau neben mir, würde ich sagen, wäre Outfit Nummer 2 am unpassendsten. Die High Heels. Ja, die High Heels, aber trotzdem das Oberteil wäre, glaube ich, ein bisschen zu sehr jetzt auf den ersten Blick. Sie hat auch blaue Haare, siehst du? Ja, und das ist so irgendwo, ich glaube, das würde zu meinem Typ jetzt nicht so perfekt matchen. Mhm, du willst eher so eine schickere? Richtig. Eine schickere Maus. Okay, hast du eine Frage? Ja. Hau raus. Raucht ihr? Also wer von euch raucht und wer nicht? Kandidatin 1? Nee, ich habe tatsächlich auch noch nie geraucht. Also ich habe tatsächlich einmal bei einer Freundin, das war aber auch schon vor ein paar Jahren, an einer Zigarette gezogen und das war nicht so meins. Also ganz entspannt, mal im Sommer vielleicht mal nach Shisha oder so, aber sonst eigentlich gar nicht. Kandidatin 2? Seit 3 Monaten rauchfrei. Glückwunsch. Danke. Kandidatin 3? Nee, ich rauche tatsächlich nicht. Kandidatin 4? Ja, sehr passende Frage. Ich habe schon meine Kippe für gleich parat. Ja, ich rauche. Hast du die gerade noch mal positioniert oder lag die da die ganze Zeit so drin? Nee, ich wollte eigentlich vorher eine rauchen, aber dann ging es nicht mehr. Deswegen für gleich. Ah. Ich rauche wieder. Ich war genauso wie Kandidatin 2 auch ca. 3 Monate rauchfrei. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, drauf geschissen. Mal eben fühl ich. Fühl ich. Okay, also Kandidaten Nummer 4 findest du wahrscheinlich funny, ne? Ja. Ja. Normalerweise muss ich sagen, stehe ich nicht auf Frauen, die rauchen, aber ich finde Kandidatin 4 sehr sympathisch. Mhm. Ja. Toll. Die ist auch die Besoffene. Ja, eben, genau. Du jetzt aber auch. Nee, aber ich muss mich ja entscheiden, oder? Ja. Kennst du die Wolf of Wall Street Szene? Welche? Nummer 2? Mhm. Ja. Nummer 2, die High Heels. Es tut mir sehr leid, du hast wundervolle Schuhe an. Ich finde allgemein dein Outfit sehr cool, aber ich glaube, es würde einfach zu meinem Typ jetzt nicht so passen. Okay. Kandidatin Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Hallo. Hi. Oha, krass. Hallo. Schön. Hallo. Hi. Damn. Also, du siehst so ein bisschen ein E-Girl, ne? Oder so ein mal so, mal so. Das. League of Legends? Nee. Nee. Was, spielst du nicht? Nee. Echt? Du siehst aus wie ein Gamer-Girl, oder? Ja, nee. Wirklich. Oder ich hab doch immer so mal blond, mal braun, wie ich gerade drauf Lust hab. Ah. Aber ob gar kein Gaming? Nee. Sogar ich bin Gamer. Ja. Ich nicht. Damn. Du siehst so krass aus wie ein E-Girl. Oder? Ich find's auch, ja. Positiv oder negativ? Nee, positiv. Sieht super aus, aber so wirklich wie so ein Gamer-Girl. Was denkst du von ihm? Ja. Er ist sehr attraktiv, ja. Dankeschön. Netter Typ, ne? Oh ja. Von ihr? Auch sehr, ich finde das Outfit cool, muss ich wirklich sagen. Es passt auch zu deiner Person. Ja. Ja, aber irgendwie muss man ja hier irgendwie Entscheidungen treffen. Frauen sind wunderschön. Ja. Ich kenne das von Promi Big Brother, war immer sehr unangenehm, deswegen habe ich dann irgendwann so. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Hey, dieser sieht übelst aus wie ein Gamer-Girl. Ja. Halbfinale. Ja. Yay. Freust du dich? Ich freue mich extrem. Bist du happy bis jetzt mit deiner Auswahl? Ich hoffe mal schon. Aber ich denke schon, ja. Ich glaube auch. 3 unterschiedliche Mädels. Hast du eine Frage für sie? Wird jetzt echt auch langsam kompliziert, weil ich finde, Kandidatin 1 hat so eine richtig sympathische, süße Stimme. Kandidatin 2 hat mich immer noch mit dem Schmuck sehr überzeugt. Und Kandidatin 3 hat so diesen Humoraspekt. Mhm. Und ich als sehr humorvoller Mensch kann da direkt mit einsteigen. Deswegen ist es gerade voll kompliziert. Du hast ja auch noch einen Joker. Ja. Kann ich den jetzt mal, kann ich den Joker mal öffnen? Ja, könntest du den Joker öffnen. Öffne mal den Joker. Machen wir. Machen wir jetzt so epische Musik rein? Ja. Badabam-bam. Ah. Siehst du, ich habe mich wohl informiert. Ach so.
Der hat direkt bei dir so gezündet. Du kannst jetzt einfach mal fragen, ob es eine der Mädels gibt, die Bock haben, direkt mit dir einen Tornado zu machen. Und dann wäre das ja wahrscheinlich ein positiver Effekt, oder? Aber macht sie den Tornado jetzt hinter der Wand? Ja, ja, hinter der Wand. Aber trotzdem muss sie es machen. Du siehst sie trotzdem nicht. Okay. Wäre das vielleicht cool, wenn ein Girl einen Tornado kann? Ich finde, dadurch, dass es ja auch irgendwo mich ein bisschen ausmacht, wäre das schon wichtig, ja. 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 Einfach mal mitmachen. Und das will ich jetzt bei der süßen, sympathischen Kandidatin Nummer 1 sehen. Okay, kein Problem. Oh, das hat mich gerade überzeugt, das ist kein Problem. Hast du schon mal einen Tornado gemacht? Nee, ich kann's auch nicht. Oh Gott. Egal. Warum aber jetzt so unselbstbewusst? Ja, nee, ich krieg das bestimmt gut hin. Okay. Na dann. Ich wünsche dir viel Glück. Prost. Darf ich von den zwei Kandidaten, die gerade keinen Tornado zünden, einmal so einen Countdown haben von 5 runter? Oh Gott. 5, 4, 3, 2, 1. Ey, sie handelt das richtig gut. Ups. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Gut? Was ist denn hier heute los? Gibt's hier Kaugummi? Hast du den Kaugummi verschluckt? Er musste schnell gehen. Sie hat auf jeden Fall Pluspunkte jetzt, oder? Ja, definitiv. Hättest du auch einen Tornado hingekriegt? Ich? Ja. Ich glaub schon. Ich weiß nicht, es ist lange her, es ist lange her. Kandidatin 3? Safe. Ja, hätte es mal gemacht, aber ich glaube, ich bin so besoffen, das hätte mich so umgehauen, wenn ich das jetzt gemacht hätte. Also, ja. Kandidatin 2, würdest du noch einen Tornado machen? Na komm. Und Kandidatin 3? Ja, komm, gib her das Bier. Dann kannst du bewerten, wer den besten Tornado gemacht hat. Ja, das stimmt, ja. Die Kandidatin. Die am schnellsten den Tornado zündet, kommt eine Runde weiter. Also, Ladies, dann würde ich jetzt einmal, ganz ehrlich, ich wäre enttäuscht, wenn Kandidatin 3 nicht das Rennen macht. Also, würde ich jetzt einmal runterzählen. 5, 4, 3, 2, 1, entzündet den Tornado. Ah, sieht gleich aus. Kandidatin 2 kam sehr unerwartet. Also das hier nimmt eine sehr, sehr krasse Wendung gerade an. Das wird sehr spannend. Kandidatin 3. Kandidatin 3, ich glaube, du hast mich angelogen. Ja, ich bin jetzt besoffen auf jeden Fall. Also noch mehr. Okay. Oh nein. Er war Kandidatin 2 für das brave Outfit. Judo. Ja, oder? Ja, dachte ich mir auch. Er war richtig schnell. Dachte ich mir auch. Boah, scheiße. Okay, Kandidatin 2 ist eine Runde weiter. Ja, Kandidatin 3, es tut mir sehr, sehr leid, aber woran hat es gelegen, fragt man sich ja mal am Ende des Tages, oder? Woran hat es gelegen? Schade. Also, wen von den dreien wählst du jetzt raus? Kandidatin Nummer 3. Aha, dann kannst du jetzt hervorkommen. Ach so. Oh, hi! Hi, Miguel. Ist gut bei dir? Ja. Schick siehst du aus. Dankeschön, Fresh. Du aber auch. Ja. Ja, schade. Tornado, war ein bisschen reingeschissen. Naja. Ey, aber du hast auch vorher schon getrunken, habe ich auch gesehen, ne? Ein paar Bierchen. 1, 2, 3, 4. Könnt ihr nachher noch ein bisschen trinken? Machen wir, oder? Ja, ich habe bestimmt noch ein paar Bierchen dabei. Klingt gut. In der Westentasche. Sehr gut, machen wir. Danke, dass du da warst. Danke auch, ja. Ciao. Viel Erfolg noch, ciao. Ciao, ciao. Oh Gott, jetzt so einen coolen, sie sieht super aus. Ja. Okay, ich habe direkt eine Frage. Mhm. Es geht ja jetzt weiter, oder? Ja. Okay, Kandidatin 1 und Kandidatin 2. Wie sind eure Namen? Kandidatin 1? Mein Name ist Laura. Und 2? Mein Name ist Helena. Laura und Helena. Laura und Ron, Helena und Ron. Ja, Laura Bielecka und Helena Bielecka hört sich beides ganz gut an. Mhm, finde ich schon. Man muss ja manchmal schon so ein bisschen vorausschauend sein. Nee, ich muss wirklich sagen, also Kandidatin 1 hat echt
ist so ein cooles Outfit. Kandidatin 2 hat so ein Schulmädchen-Outfit. Und da muss ich mich gerade entscheiden. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Was findest du besser? Ich finde beides richtig hot. Ja, siehst du, ich auch. Ja, das ist halt immer so okay. Ich weiß, am besten ein Girl, was beides kann. Aber du kannst auch noch eine Frage stellen. Wenn die Welt heute untergehen würde, was würdet ihr als erstes machen? Ah, also quasi so als letzten Akt, oder? Ja, genau. Was würdest du machen, wenn die Welt heute untergehen würde? Kandidatin 1. Boah, das macht mich gerade ein bisschen sprachlos. Einen letzten Tornado ziehen? Ich weiß es nicht. Eigentlich witzig. Ja. Nein, ich habe jetzt so schnell keine passende Antwort darauf. Ich müsste wahrscheinlich. Du hättest alle Möglichkeiten der Welt. Die Welt geht heute unter. Du kannst dir alles leisten, du kannst alles machen. Was würdest du machen? Ja, dann würde ich die Armut und den Hunger auf der Welt stoppen. Ja, aber die Welt geht doch heute eh vorbei. Ja, dann ist doch sowieso. Ja, dann. Du kannst einen Tag nochmal richtig geil was machen. Ach so, was unternehmen? Ja, klar. Dann wir auf jeden Fall ins Warme am Strand. Irgendwie so eine Beachparty mit meinen Freunden, mit meiner Familie auf jeden Fall. Ja. Okay, du willst deine Freunde, Familie einpacken und sagen, an Strand. Einfach nochmal einen richtig geilen Abend haben. Okay, Kandidatin 2? Ich würde mir den fettesten Flug kaufen, direkt irgendwo ins Warme, auf so eine hawaiianische Insel oder so, mich totsaufen, ins Meer springen, genießen, mit den Leuten feiern und die letzten Sekunden genießen. Geil. Wir dann zusammen? Ja, let's go. Nach Hawaii fliegst du aber ein Stündchen, also ein bisschen. Ja, die Welt hat heute Zeit, nicht mehr, wie sie untergeht. Was willst du machen? Ich würde natürlich die Welt retten. Das ist nicht der letzte. Okay. Ja. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal ganz intuitiv entscheiden und würde einfach sagen, ich entscheide mich für Kandidatin Nummer 1. Die ist deine Gewinnerin? Ja. Oh, wow! Dann Kandidatin Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Ich auch. Oh, du Armer, du. Tut mir sehr, sehr leid. Alles gut. Ich bereue es. Glaube ich. Vielleicht. Nein, Spaß. Ja. Spaß, du hast eine ganz wunderschöne, hübsche Nummer 1. Ja, wirklich? Ja. Ja. Du bist auch gespannt. Danke. Die sieht alle toll aus. Tja, danke, dass du da warst. Danke auch. Danke dir. Ciao. Oha, die war hot. Oh ja. Ja. Kriegst alle die Instagram-Namen danach noch. Papa, warum hast du mir Nummer 1 gezeigt? Hallo, du weißt ja gar nicht, wie sie aussieht. Nein, Spaß. Ich glaube, also, die ist krass. Okay, Kandidatin 1, darf ich dich sehen? Ja. Ja? Die Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Na, wie geht's dir? Haben die Corona vorhin geschmeckt? Die haben sehr gut geschmeckt, ja. Hallo. Ich habe die eigentlich mitgebracht, weil ich die eigentlich währenddessen, wenn du dich umdrehst, runterstellen wollte, dass dann auf einmal ein Corona da steht. Aber du hast sie getrunken. Ich habe gewonnen. Ich bin getrunken. Ich bin der Sieger des Abends. Nein, du hast alles mein Eck kaputt gemacht. Das wäre so cool gewesen. Ja, aber er wusste, du hattest die Idee, dass du willst, krass. Ja. Ich habe ja trotzdem noch einen. Okay. So, könnt ihr? Ja, mega. Geil. Laura Bielecka, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ja. Bei mir geht's auch gut. Sehr schön. Ja. Bist du nein, ganz entspannt, ja. Ja. Eine Brille. Echt, ja. Ein bisschen nerds. Probier die mal an. Oh Gott. Was? Erkennst du mich noch? Ist ein bisschen verschwommen alles, ne? Ist es mit Stärke? Nee, ich sehe so immer. Das ist wirklich, als wenn man betrunken, ne? Ja, ja. Das ist ja wirklich verrückt, oh Gott. Cool. Wie viel Stärke hast du? -3. Ich gebe ihm mal wieder, sonst sieht er nichts, der Arme. Ich sehe wirklich nichts. Dankeschön. Ja, entspannt. Ja. Nee, dann würde ich dir einmal meinen Papa vorstellen, dass du schon. Ja, den habe ich vorhin tatsächlich draußen schon mal gesehen, glaube ich. Ja, dann können wir ja für die Hochzeit planen. Ja. Auf meinem Kanal dann. Auf jeden Fall. Stimmt. Machen wir dann auf Ibiza, oder? Ibiza? Mykonos. Mykonos? Mykonos. Ja, vertrau mir. Okay, gut. Zahlt ihr Flüge für Gäste? Was? Bitte? Zahlt ihr Flüge für Gäste? Es geht immer prinzipiell alles auf mich. Das mit dem Hausmann war ein kleiner Spaß. Ich muss sowieso noch Trauzeugin dann. Okay. Finde ich super. Ja. Na dann, ihr zwei. Na dann. Wir können aus. Ja. Ihr könnt Hand in Hand. Hoch. Okay. Hoch. Hoch. Oh, zum Glück mache ich Sport. Das ist so gut. Oh mein Gott. Okay, krass, wir sehr geil. Doch, easy.